Moin Moin und grüßt euch hier zurück auf der Thüringen 2.0. Ja, wir haben unsere Kleidung hinten drauf. Die wollen wir jetzt einmal verkaufen. Da kriegen wir massig Geld für. Mal kurz hier rum um die Kurve. Genau, und dann habe ich mit dem Geld natürlich einiges vor. Das zeige ich euch dann gleich, wenn wir das Geld dann haben. Ich habe nämlich mal so einen kleinen Fahrplan jetzt nochmal erstellt für die nächsten Folgen, was ich so anstellen möchte mit euch. Allerdings muss ich eben hier ankommen. Gut. Ja, wir verkaufen das jetzt bei Feed and Grain. Da kriegen wir aktuell das meiste Geld. Und ich glaube, wir. Wenn ich das richtig im Kopf habe, gerade bekommen wir 1,3 Millionen Euro. Das ist massig Schotter. So, hier langsam fahren, der Blitzer. Und dann sind wir quasi auch schon da. Muss nämlich mal hier rechts rein. Ich glaube zumindest, dass wir hier richtig sind. Lass mich kurz nachschauen. Genau, Feed and Grain. Ist richtig. Ich kann euch auch noch mal kurz zeigen, wo haben wir es denn? Die Kleidung. Genau, aktuell 18.476 Euro. Das ist Bestpreis. Und gerade auch tatsächlich wieder auf dem sinkenden Ast, aber wenn wir es jetzt noch verkaufen, ist alles gut. Ja, und los geht die Party. Gut. Ja, 65.000 hatten wir vorhin. Jetzt haben wir. Oh, Umweltbonus haben wir auch noch 61.000 bekommen. Sehr schön. Also, wir haben über 1,4 Millionen tatsächlich Gewinn gemacht. Gutes Klackern ist auch auf. Perfekt. Also, wir haben massig Schotter. So, den können wir einmal. An sich können wir den auch so zurückfahren lassen. Wo haben wir es denn? Berghof. So, dann fährt er jetzt mal. Und zwar habe ich mit dem Geld vor. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge, oder in den letzten Folgen erwähnt. Hier fällt 31, da haben wir Sojabohnen drauf. Würde ich ganz gerne kaufen. Und fällt 66, das ist noch eine Graswiese. Ja, das ist einfach für Silage, einfach zum Geld machen. Und wisst ihr was? Die beiden Felder kaufe ich jetzt mal. 317.000 kostet die Wiese. Und. Feld 49 kostet ja, knapp 500.000. So, damit ist schon mal einiges an Geld weg. Mal über 800.000. Aber 680.000 haben wir noch. Gut, um euch das nochmal kurz zu zeigen, was ich vorhabe, muss ich mal kurz hier was einblenden. So, das ist die Produktionsübersicht zur Thüringen 2.0. Und zwar will ich ja ganz gerne hier auf diese Produktion gehen. Das hatte ich auch schon euch erzählt. Da können wir dann die Sojabohnen von dem neu erworbenen Feld und direkt hier auch den Mohn verwenden, den wir auf dem Feld gerade stehen haben. Und dann haben wir Diesel. Diesel und Biodiesel und anscheinend kommt hier auch noch Schweinefutter raus. Müssen wir gucken, ob wir uns auch noch Schweine anlachen oder nicht. Würde sich ja eventuell anbieten. Dann haben wir den Diesel natürlich entweder zum Verkaufen und natürlich zum selber tanken oder wir verarbeiten ihn weiter oder einen Teil davon. Und zwar würde ich nämlich langfristig gerne, ich komme kurz runter, hier den Schlachter noch an uns reißen. Wir haben ja diverse Tiere, die könnten wir dann hinbringen. Allerdings braucht man hier überall Kartons und Paletten, wie ihr seht. Neben den Tieren. Und Kartons und Paletten haben wir einfach nicht.
Aber wenn wir jetzt hier aus dem Diesel entsprechend Schmiermittel herstellen, können wir mit dem Schmiermittel in die Palettenproduktion mit reinwerfen. Entsprechend Paletten rauskriegen. Und gleichzeitig, wenn wir hier Richtung Sägewerk danach gehen, haben wir dann entsprechend auch die Holzbretter für die Europaletten. Können also Europaletten herstellen. Und wir können auch noch Kartons herstellen. Die haben wir hier. Brauchen wir auch Schmiermittel. Und entsprechend Hackschnitzel, was wir auch aus dem Sägewerk rauskriegen würden. Das heißt, nächster Weg: Dieselproduktion, dann Schmiermittelproduktion, Sägewerk, Palettenproduktion, Kartonproduktion. Wenn wir das alles haben, dann können wir uns zum Schlachter begeben und da letztendlich unsere Tiere verarbeiten. Wir kriegen bei einigen Tieren hier zum Beispiel bei den Kühen auch Leder raus. Das können wir dann natürlich auch wieder hier in unsere Schneiderei geben für Kleidung. Das haben wir ja schon. Gut, das ist so mein Plan, den ich so grob habe für die kommenden Folgen. Und da würde ich mal direkt hier oben hinspringen zur Dieselproduktion. Und bevor wir das Geld jetzt irgendwie anders ausgeben, kaufe ich dir jetzt einfach mal 210.000 und schon wieder gut Geld weg. Und als nächstes würde ich tatsächlich, glaube ich, die Schmiermittelherstellung kaufen. Ihr seht, also das Geld investiere ich komplett überall rein. 80.000. Dann gehört ihr uns auch schon mal. Genau, dann haben wir letztendlich bis zum Schmiermittel alles fertig. Jetzt bräuchten wir letztendlich noch Sägewerk. Wir haben 390.000 drüber. Das Sägewerk war, glaube ich, hier irgendwo, genau. Hier südlich vom Shop. So. Ich glaube, hier unten war der Trigger, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. 50.000 kaufen wir. Und ich kaufe zwar jetzt alles auf einmal, aber wir können natürlich jetzt nicht alles gleichzeitig starten. Das machen wir in den nächsten Folgen nach und nach. Und das ist ein Sägewerk ohne Wald. Und hier ein bisschen südlich davon ist noch ein Waldstück. Das ist schön voll mit Fichten, das glaube ich. Können wir auf jeden Fall gut abernten. 104.000 kaufen wir auch schon mal. Wie gesagt, ich kaufe jetzt munter erstmal weiter. Das Gelände auf dem Sägewerk, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zwingend. Wenn wir aber bestimmt nachher auch nochmal irgendwann uns zulegen. Aber ich habe hier noch gesehen beim Gebrauchtmaschinenverkauf. Ist hier ein Autoload-Trailer hinten, also zum Verkauf, für Holz. Ist natürlich ein schönes Stück, ist aber auch ein extrem langes Teil. Aber ich denke, den nehmen wir trotzdem. Der ist einfach jetzt ein ganzes Stück günstiger. Und 62% günstiger. Wir können ja einmal ganz kurz schauen. Forstmaschinen, hier müsste es sein. Genau, das ist der größte hier. Und wenn wir neu den kleinsten kaufen würden, wäre er noch teurer. 39.000, wir würden jetzt 20.000 bezahlen. Also, das ist für mich jetzt eigentlich gar keine Frage. Weiße Felgen, ganz schön dreckig. Konfiguration. Zugmaul hinten. Brauchen wir das? Ich denke nicht. Ja, Reifen, das passt auch. So, oder neues Kennzeichen. Ihr kennt es schon. Das wird der Berghof. Jo, sieht gut aus.
und kaufen. So, jetzt haben wir einmal die Frage, wir haben ja unsere beiden LKWs haben wir so konfiguriert, dass die Wechselbrücken ziehen können. Können wir jedes Mal umkonfigurieren, um den Holztrailer ziehen zu können? Oder wir nehmen Dolly. Aber ich denke, wir versuchen es einmal so im Umkonfigurieren. Das sollte passen. So, ja, dann gehört uns das Sägewerk. Das ist sehr schön. Dann lassen wir mal hier reinschauen. Wir können hier eigentlich mal alles erst einmal deaktivieren, solange da nichts drin ist. Dann haben wir auch keine Kosten. Schmiermittel und Holz. Genau. Ah, seht mal, wir haben sogar Bretter und Hackschnitzer da drin. Die Produktion war ja schon mal in Betrieb durch einen anderen Hof. Ich weiß gar nicht, dass das drin bleibt. Okay. Dann können wir das ja eigentlich schon verwenden. Und zwar. Nee, lass mich kurz überlegen. Nee, Quatsch. Wir wollten ja die Paletten- und Kartonproduktion damit füttern. Die haben wir ja noch gar nicht. Dann lass uns doch mal schauen. Palettenproduktion war, glaube ich, hier oben irgendwo. Kann das sein? Da, Palettenfabrik und Kartonproduktion. Ah, die sind beide zusammen. Das ist doch sehr schön. Weiß ich aber noch gar nicht, was die jetzt kosten tatsächlich. Karton 85.000. Und das hier müsste Palettenproduktion sein. 80.000, also 165.000. Könnten wir uns zwar schon leisten, aber ich weiß nicht, ob wir noch andere Ausgaben haben. Jetzt in den kommenden Tagen. Daher warten wir es mal ab. Gut, dann haben wir jetzt das Feld 31. Lass uns einmal hinspringen. So, das ist das hier. Mal kurz zu gucken. Erwarteter Ertrag 65%. Da können wir bestimmt noch was machen mit Dünger. Jetzt mal kurz. Wo haben wir denn da? Nehmen wir unseren Fendt und den Düngestreuer. Und dann fahren wir da mal rüber. So, ich hatte übrigens auch noch überlegt, wir haben ja die Problematik mit den Pferden. Die können wir ja nicht ausreiten. Das ist ja ein Bug von der Map. Da bringen die uns nichts. Können wir eigentlich den Stall abreißen? Können wir tatsächlich nicht. Aber ist auch gut. Achso, und eine andere Sache ist mir noch eingefallen. Gucken wir hier bei den Silos. Und zwar habe ich hier Misthaufen. Mir ist mir aufgefallen, wir haben Kühe. Die produzieren auch Gülle und alles. Aber wir haben gar keinen Misthaufen. Daher ja, ist ja schon sinnvoll, wenn wir das hätten. Dann würden wir das auch mit auffangen. Ansonsten ist es ja verschenkt. Ah. Es will sich nicht so drehen, wie ich will. Doch. Guck mal, und hier ist nämlich die Gülle. Ah. Haben die Gülle raus. Und ich würde sagen, direkt daneben mache ich dann den Misthaufen. Warum dreht er sich immer wieder selber? Okay. So, dann sollten wir jetzt theoretisch auch
Mist bekommen. Aber das ist nah genug dran an dem Stall, aber ich denke schon. Was haben wir jetzt eigentlich auf Feld 22 drauf? Ach, da haben wir Weizen drauf gemacht, genau. So, unser LKW ist auch zurückgekommen. Okay, so, dann sind wir fast da. Lass uns doch mal eben drauf fahren. Okay, keine Werte erkannt. Funktioniert bei Sojabohnen nicht? Lass mal kurz an. 65% haben wir hier. Erwarteter Tag, auch hier 65%. Also ich vermute fast, dass genug gedüngt ist. Achso, hier wird es ja gar nicht mehr angezeigt, ne. Gerade. Doch, im richtigen Feld bin ich, ja. Pflanzensensor, aber eigentlich ist der an. Fängt auf einmal an zu düngen. Naja, aber irgendwie passiert da nichts. Okay, ich weiß nicht, ob Precision Farming hier ein Problem hat. Düngen, ne? Ich weiß nicht, ob Precision Farming ein Problem hat mit Sojabohnen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da Dünger ausgebracht wird. Ja, aber der Ertrag, der bleibt. Also gut, ich lasse es jetzt mal. Wir werden einfach noch mal vor der nächsten Aussaat den Boden dann richtig aufbereiten. Wahrscheinlich fehlt ja noch Kalk. Aber ich glaube, das bringt nichts, wenn wir jetzt kalken. Wenn es bei Precision Farming doch so ist, korrigiert mich gerne. So, dann fahren wir den zurück. Und dann haben wir doch einiges heute verkauft, was eingenommen und auch ausgegeben, investiert. Aber ich denke, das sind Investitionen, die langfristig wieder gut Geld in die Kassen spülen. Und uns natürlich ein bisschen mehr Abwechslung hier ins Spiel bringen. Daher bin ich damit soweit ganz zufrieden. Wenn ihr das auch so seht, dann lasst doch gerne einen Daumen da. Und das Abo natürlich nicht vergessen. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und dann nehmen wir einfach mal die Produktion so nach und nach in Betrieb und gucken mal, was uns da so erwartet. Und natürlich auch den Forstbetrieb starten wir. Das wird auch alles ein Spaß. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, bye bye.